Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine Tunnelblick-Analyse. Tunnelblick, das ist ja der neue Booster von Karl und Ralf und Mischa und so weiter. Und den haben sie ja gut, sag ich jetzt mal, gepusht und machen schön Werbung dafür. Und denkt man sich natürlich, okay, ist er denn wirklich gut? Soll ich ihn mir denn wirklich kaufen? Und darüber werde ich heute einfach mal sprechen. Erstmal, das Wichtigste an diesem Booster ist natürlich, was ist in diesem Booster drin? Und das habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Und ich gehe mal kurz die Zutaten durch und erkläre, was das ist und ob das, was ich von den einzelnen Zutaten halte. Da haben wir natürlich hier als Größtes 6 Gramm Citrullin. Das ist gut. 6 Gramm Citrullin, die wenigsten Booster haben wirklich 6 Gramm Citrullin, viele haben was drin, aber viel zu wenig, und um wirklich eine Wirkung zu erzeugen, da finde ich das schon super, dass sie da 6 Gramm drin haben. Dann als Nächstes haben wir 3,2 Gramm Beta-Alanin. Beta-Alanin ist prinzipiell auch nützlich, nur leider bringt es nichts, wenn man das einmalig vor dem Training nimmt. Man muss Beta-Alanin wöchentlich nehmen. Und beziehungsweise täglich mindestens eine Woche lang, um den Effekt spüren zu können. Denn Beta-Alanin füllt langsam die Kanosinspeicher auf, die dann erst die Wirkung entfalten. Das heißt, mit einmaliger Einnahme des Tunnelblicks kann man keine leistungssteigernde Wirkung von Beta-Alanin erwarten. Acetyl-L-Tyrosin, 2 Gramm, da waren sie auch sehr stolz drauf. Kein Booster hat 2 Gramm Acetyl-L-Tyrosin. Und das stimmt soweit auch. Andere haben vielleicht nur 2 Gramm Tyrosin oder andere haben 1,5 Gramm Acetyl-L-Tyrosin. Aber da sind sie wirklich die einzigen. Und das ist, denke ich, naja, es ist gut, die 2 Gramm Acetyl-L-Tyrosin. Ich will jetzt nicht sagen, es ist gut, dass sie die einzigen sind, sondern das ist wirklich Acetyl-L-Tyrosin, sollte man auch etwa mit 2 Gramm dosieren. Und das verbessert halt generell so kognitive Sachen, die Wahrnehmung, die Stimmung und so weiter. Taurin, frage ich mich, warum es da drin ist. In vielen Energy Drinks ist das ja auch drin, aber ich konnte im Internet nichts finden zu irgendeiner Wirkung von Taurin, die nützlich für das Training sein könnte. Dann haben wir hier noch 250 Milligramm Koffein. Das ist auch super Standard. Das ist, sage ich jetzt mal, ein Bereich, der halt für Booster normal ist. 250 Milligramm, was kann man sagen? Das ist etwa 3 Dosen Red Bull so etwa. Ja, das müsste hinkommen. Also die kleinen. Oder was weiß ich, 2 Kaffees. So in dem Bereich. Also 250 Milligramm Koffein ist schon gut dosiert, da kann man auch prinzipiell nicht viel falsch machen. So, und dann kommen wir hier, das habe ich schon rot eingekreist, zu 3 Zutaten, die ich persönlich vorher gar nicht kannte. Das haben wir einmal Rhodiola rosea oder Rosenwurz, dann Panax ginseng, halt von der Ginsengpflanze, und Ginkgo biloba von der Ginkgo-Pflanze. Und da habe ich ein bisschen nachgeforscht zu jeder einzelnen dieser Stoffe. Und im Großen und Ganzen ähneln die sich sehr in der Wirkung. Die wirken alle auf das Gehirn, auf die Wahrnehmung und so weiter. Und von den positiven Effekten, die da beschrieben wurden, die jetzt auch übertragbar auf ein besseres Workout sind, ist hauptsächlich, dass man halt die Gehirnleistung aufrechterhält unter starker Ermüdung und starkem Stress. Und dass im Allgemeinen die Stimmung aufgehellt wird, dass man das Subjective Wellbeing besser ist. Also, da bin ich sehr gespannt auf diese drei Kräuter, was denn mit denen los ist, weil die sind, hat man in kaum anderen Produkten drin. Und mal schauen. Und dann zum Schluss hier noch 200 Mikrogramm Piperin statt da drin. Das ist der Wirkstoff oder einer der Wirkstoffe in Pfeffer. Und da habe ich nachgelesen, das soll die Aufnahme von bestimmten Nahrungsergänzungen oder generell Nährstoffen erhöhen. Und ja, dann denke ich mal, dafür ist es auch da in diesem Booster. Also haben wir die Zutatenliste. Im Großen und Ganzen ist die Zutatenliste ganz gut.
Die haben da vielleicht andere Studien gelesen, dass vielleicht Taurin was bringt oder so, aber im Großen und Ganzen ist sie ganz gut, ein paar merkwürdige Sachen. Aber dann gibt es natürlich noch zwei andere wichtige Punkte für diesen Booster. Der eine, der jetzt eher ein kleiner Negativpunkt ist, ist der Preis, 2 Euro pro Portion. Scheint auf den ersten Blick hoch, kein anderer Booster hat einen Preis von 2 Euro pro Portion. Nun muss man aber sagen, da hatten sie auch recht, indem sie das verteidigt haben. Viele Booster, wenn sie merken, okay, das wird teurer, dann sagen sie einfach, eine Portion ist ein halber Scoop. Ja? Oder man braucht 2 Scoops, um überhaupt die richtige Dosierung zu haben, um eine gute Wirkung zu erhalten. Und hier sind sie ehrlich und sagen sofort, okay, das ist eine Portion und die kostet ja noch 2 Euro. Und es ist zwar relativ teuer, aber wirklich nicht so extrem viel teurer als viele andere, wie das jetzt auf den ersten Blick scheint. Und das zweite ist, was ich denke ein Pluspunkt ist, was ich ja leider noch nicht weiß, aber ich habe halt von vielen in Reviews gehört, oder auch natürlich von ihnen selber sagen sie, dass es super schmeckt, aber auch von vielen anderen, dass halt ja der Booster sehr gut schmecken soll. Und das ist, denke ich, wirklich wichtig, weil wer schon mal den Kickdown probiert hat von SEC Plus, der ist echt ekelhaft und sowas will man sich echt nicht vor dem Training reinziehen. Und auch andere Dinge, selbst wenn man sich einen Booster selbst mischt oder so, die Geschmäcker sind meistens nur so mäßig. Und dann denke ich, wenn da wirklich Leute sagen, dass er so gut schmeckt, dann auch noch mit ganz guten Zutaten, dann kann man das mal ausprobieren. Und ich habe mir den Booster einfach mal gekauft und werde ihn demnächst mal testen. Aber auf jeden Fall, so gehe ich vor. Ich schaue mir die Zutaten an, was kann man davon erwarten, was für Wirkungen könnten dabei rauskommen. Und dann überlege ich mir, okay, ist es das wert? Und ich habe mich entschieden, ich habe ihn mir gekauft. Vielleicht hat euch das Video geholfen, um ein bisschen zu verstehen, was da drin ist. Und vielleicht kauft ihr ihn jetzt auch oder ihr kauft ihn halt nicht. Je nachdem. Dann bis zum nächsten Video.